Das kann nicht deren Ernst sein. Was ist das hier? Nein, 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 ich gehe. Tschüss. In der Dimension braut sich was zusammen. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem richtig lustigen Minecraft-Abenteuer zu einer neuen Mod mit mir, der gelben Pommes, dem Kopper. Heute habe ich was ganz Besonderes mit euch vor. Wir haben eine Mod dabei mit über 200 neuen Portalen. Das ist der Wahnsinn. Dimensionen aus allen Blöcken. Aus TNT, Brauständen-Dimensionen, aus Knöpfen, Wolle in allen Farben, Diamantblöcke, Sand, sogar aus Barriereblöcken, Hopper, Holz, Schleimblöcke. Das ist so bescheuert. Einfach alles. Es gibt so eine Tageslichtsensorendimension. Ist klar. Über 200 neue Dimensionen. Wir haben schon mal mit der Mod gespielt. Damit werden wir heute unseren Spaß haben. Lumpy ist natürlich auch dabei. Hallöchen. Demnach kann unser Abenteuer beginnen. Ich habe mir ein kleines Spiel ausgedacht. Unser Hündchen braucht eine Hundehütte. Jetzt wird's lustig. Per Zufall werden wir Dimensionen ziehen. Die gezogene Dimension müssen wir nutzen, um die Hütte zu bauen. Es kann alles passieren. Das wird mega spannend. Ich habe ein bisschen Angst. Sollten wir Sand, TNT oder Barriereblöcke nicht ziehen. Am Ende werden wir uns die spannendsten Dimensionen nochmal anschauen. Ich würde sagen, wir legen los. Mein kleines Würstchen habe ich in der Hand. Und jetzt werden wir uns auf dem roten Teppich drehen. Irgendwann bleiben wir stehen. Lumpy wird auf das Portal zeigen, welches wir nutzen müssen. Durchs Portal gehen, Blöcke abbauen und damit die Hundehütte bauen. Runde 1. Ich hoffe, ihr seid angeschnallt. Das ist wie Flaschen drehen. Wir sind eine Fanta-Flasche. Als erstes haben wir... Moment, Braustand-Dimension? Bitte was? Nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Es gibt eine Dimension aus Brauständen. Ich verstehe es nicht. Man kann zwischen den Brauständen durchlaufen. Toll, wir müssen drauf balancieren. Aber ich habe einen schwarzen Gürtel im Ballett. Stellt bloß nichts an. Bin gleich wieder da. Wie nein? Was soll das denn heißen? Niemals werde ich da reingehen. Bin doch nicht blöd. Okay, es hängt... Alter, schaut euch diese Dimension an. Überall Braustände. Sowas habe ich noch nie gesehen. Bloß nicht runterfallen. Wie viele Tränke kann man damit brauen? 10? In der Dimension braut sich was zusammen. Ha, ha, ha. Wie geil ist das denn? Bevor wir die nächste Dimension raussuchen, bauen wir die Dinge ab. Damit sollen wir das Haus bauen? Für was können wir die überhaupt verwenden? Fenster? Oder ein Zaun? Lol, wir hängen fest. Was zum Teufel? Wir kommen nicht mehr raus. Lumpy kann dagegen pinkeln. Wehe, jemand schreibt mir in die Kommentare, dass die Dimension zu mir passt, weil ich eine Flasche bin. Wehe, ich hau euch durch den Bildschirm. Ich denke, 4 Stacks reichen. So viel zur Braustand-Dimension. Kommen wir zur nächsten. Erst Blöcke sammeln, dann bauen wir Lumpys Hundehütte. Einmal dabei sein, einmal frei sein. Hup, hup. Dimension Nummer 2. Welches Portal haben wir jetzt? Trommelwirbel? Was? Dein Ernst? Willst du mich veräppeln? Das Knopfportal? Ach komm schon! Wie sollen wir ein Haus aus Brauständen und Knöpfen bauen? Wie sollen wir da wieder rauskommen? Ah! Was? Das ist nicht euer Ernst. Eine Dimension aus Knöpfen. Als ob sowas möglich ist. Das sind Knöpfe in der Luft. Wie kann das funktionieren? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist das Bescheuertste, was ich je gesehen habe. Knopf, Knopf. Jemand zu Hause? Was ist falsch mit dem Modder? Ganz ehrlich. Können wir das überhaupt abbauen? Lol. Was? Was? Es geht einfach alles kaputt? Das ist ja richtig bescheuert. Was geht hier ab? Wie sollen wir mit Knöpfen ein Haus bauen? Kann mir das mal jemand sagen? Eigentlich macht das echt Spaß. Man kann so viel entdecken. Okay, ich würde sagen, das nächste Portal darf unser Lumpy aussuchen. Okay, Lumpy, was möchtest du für deine Hundehütte? Bitte nimm was Vernünftiges, Lumpy, bitte. Moment. Glas? Echt jetzt? Dein Ernst? Glasportal? Das können wir nicht abbauen, du Dulli. Wir gehen in die Dimension und holen uns das aus dem Game-Mode. Glas, das ist der Wahnsinn. Mit der Mod gibt es jede Glasfarbe als Dimension. Alle Farben. Mega abgefahren. Gehen wir als erstes in die rosa Glas-Dimension. Danach in das normale Glasportal. Auf geht's. Alter, schaut euch diese Dimension an. Endlos rosanes Glas. Oh mein Gott, wieso sollte man das Portal nutzen? Scherben bringt Glück. Das heißt, wenn wir viel Glas abbauen, dann kommen wir vielleicht in die Diamantblock-Dimension. Alles rosa. Meine Lieblingsdimension. Da wir kein Glas abbauen können, nehmen wir jetzt einfach 4 Stacks aus dem kreativen Modus. Alter, nein, 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 ich gehe. Tschüss. Dann die normale Glas-Dimension. Es wird nicht besser, aber das ist auch nicht schlecht. Ich liebe diese Mod. Ich könnte stundenlang mit der Mod spielen. Hier würde ich mal gerne Verstecken spielen. Auch hier nehmen wir einfach mal 4 Stacks mit. So viel zu dieser Dimension. Laut meiner Glaskugel ziehen wir als nächstes die Diamantdimension. Bereit für die nächste Runde? Wir drehen durch. Dimension Nummer 4. Als nächstes haben wir die Woll-Dimension. Portale aus Wolle. Endlich ein Block, mit dem wir arbeiten können. Das wird jetzt richtig cool. Auch hier gibt es alle Wollfarben als Portale. Das ist ganz neu. Wir nehmen auf jeden Fall die gelbe Wolle. Auf jeden Fall. Team Gelb ist am Start. Ja, ist doch klar. Oha.
Das ist ja cool. Die Dimension besteht nur aus gelber Wolle. Ich mag gelb. Macht ohne mich weiter. Ich bleib hier. Das sieht echt gemütlich aus. Der Helikopter ist am Start. Wie viele Schafe muss man dafür scheren? Das ist gar nicht übertrieben. Wie cool ist das denn? Wenn ich nach durch die gelbe Wolldimension laufe, dann sieht man mich gar nicht. Ich hab's. Wenn wir die gelbe Wolle als Boden nehmen, dann sehen wir nicht, wenn der Hund auf den Teppich pinkelt. Ha, perfekt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Was passiert eigentlich, wenn wir die Wolldimension anzünden? Passiert da irgendwas? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Oh. Achtung, eine Durchsage. Der kleine Kopper muss sofort von seinen Eltern abgeholt werden. Dankeschön. Mir ist kalt. Ich glaube, das war's mit der gelben Wolldimension. Irgendwie habe ich mir das spektakulärer vorgestellt. Wenn wir schon bei Wolle sind, rote Wolle. Damit können wir auch einiges bauen. So viel zur Wolle. Das war noch längst nicht alles. Bereit für die nächste Runde. Ja, bleiben wir mal hier stehen. Als nächstes haben wir... Tada! Ach, komm schon. Mann, wir hatten so einen guten Lauf. Barriereblock-Dimension. Dein Ernst? Eine Dimension aus unzerstörbaren Barriereblöcken? Wie zum Teufel sollen wir die abbauen? Können wir die überhaupt für unsere Hundehütte gebrauchen? Das kann nicht deren Ernst sein. Vor allen Dingen, wie das wieder ruckelt. Aber wie das aussieht. Ich feiere dieses Portal. Vielleicht kann man hier seinen Mitspieler einsperren. Das wäre lustig. Wir haben noch so viele Dimensionen. Zaun, Bruchstein, Hoppa. Die Sanddimension kann zusammenbrechen. TNT komplett explodieren. Der Hammer. Ich bin gespannt, was wir jetzt ziehen. Dimension Nummer 6. Dann als nächstes haben wir... Na? Schleimblock. Das ist was ganz Neues. Die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wie eine Trampolinhalle. Das müssen wir sofort ausprobieren. Alter. Oh mein Gott. Okay, das ist echt am Ruckeln. Damit können wir sicherlich richtig gut die Hundehütte bauen. Eine Base aus Schleimblöcken. Yay. Ich bin ein gelber Flummi. Spring, du fette Schildkröte. Spring. Damit wird Lumpi seinen Spaß haben. Was? Wieso ist alles am Explodieren? Das ist ja nicht mehr feierlich. Das ist ja nicht so der Knaller. Ich glaube, wir sollten ein paar Blöcke sammeln. Und dann wieder verschwinden. Wenn wir uns übergeben müssen, dann sieht man es gar nicht. Weil grün auf grün. Ey, das ist perfekt. Schnell raus hier. Wir sind noch längst nicht durch. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr wollt noch mehr Dimensionen sehen, dann gebt dem Daumen ein Video nach oben. Wir drehen wieder am Rad. Yay. Komm schon, jetzt mal was Anständiges. So langsam brauchen wir Blöcke zum Bauen. Moment. Tageslichtsensorendimension? Ernsthaft jetzt? Nein, das kann doch alles nicht wahr sein. Fast wären es Diamanten gewesen. Eine komplette Dimension aus Diamantblöcken. Das wäre cool. Wie sollen wir die denn verbauen? Ist doch alles doof. Alter, nein. Ich weine gleich. Was ist das hier? Wieso Tageslichtsensoren? Kommt hier überhaupt Tageslicht hin? Ich will nach Hause. Hey, vielleicht können wir die Dinger als Dach oder als Fußboden verwenden. Die Idee ist gar nicht mal so schlecht, oder? Natürlich ist sie schlecht. Das sind Tageslichtsensoren, seid ihr bescheuert? Die sind praktisch, um sie wegzuwerfen. Der Modder ist ein Blödmann. Ich mag den nicht. Kann ich damit den Modder abwerfen? Okay, pass auf. Wir werden noch eine Dimension nehmen. Dann bauen wir die Hundehütte. Lumpi wird langsam nervös. Und am Ende zeige ich euch noch die Sand- und TNT-Dimension. Die TNT-Dimension können wir sogar anzünden. Als achtes haben wir... Tada! Grundstein. Hoppa? Warum? Hoppa? Als ob. Hoppa, hoppa, koppa, koppa. Mann, kann mir jemand sagen, wie wir daraus ein Haus bauen wollen? Oh nein, das Schaf blockiert die Dimension. Alter. Meine Augen bluten. Diese Dimension ist wirklich bescheuert. Die ist einfach nur dumm. Wenn wir Items auf den Boden schmeißen, wenn wir Sachen verlieren, dann werden die natürlich von den Hoppern eingesammelt und sickern nach unten. Das ist krank. Toll. Ganz tolles Kino. Was soll der Mist? Vielleicht können wir den Hopper als Klo nutzen. Moment mal. Wenn wir nach unten bauen, dann verschwinden die Hopper. Da werden die Hopper eingesogen. So viel zum Hopper-Portal. Das heißt, wir können endlich die Hundehütte bauen. TNT, Sand und Meer am Ende. Wisst ihr was? Bevor wir loslegen, wir schummeln einfach. Aber bitte nicht verraten. Das ist so eine coole Dimension. Es besteht einfach alles aus Diamanten. Wir werden einfach ein paar mitnehmen. Ein Stack müsste reichen. Jetzt kommen wir aber auf jeden Fall zur Hütte. Mit diesen Blöcken wird das ein richtig schönes Haus zum Wegwerfen. Lumpi, jetzt bauen wir deine Hütte. Nachdem wir alles gesammelt haben, können wir nun eine Hütte bauen. Die Wand bauen wir aus gelber Wolle. Draußen bauen wir nachher den Garten mit Hundeklo. Der Braustand wird das Klo. Am besten zwei Blöcke hoch. Nicht, dass unser Hund abhaut. Also bei dem Haus. Ich würde es als Hund versuchen. Für den Boden nutzen wir die Sensoren. Vielleicht gehen die sogar an, wenn Lumpi drauf macht. Ein Smart Home. Sein Schlafzimmer bekommt einen Diamantboden. Am besten wäre ein Boden aus Kuchen. Für süße Träume. Braustände sind nicht schlecht. Die können wir als Zaun nutzen. Und als Bonbon eine Toilette. Zitronenbonbon. Rosa Glas für Fenster. Was denn? Du hast dir das rosa Glas ausgesucht. Hoppa nehmen wir fürs Dach. Nein, es hängt zu tief. Als Spielecke ein wenig Schleim. Yay, Trampolin. Guck mal. Wir können auf dem Boden malen. Das ist ein Daumen nach oben. Guck mal, eine Rakete. Jetzt Deko. Keine Deko wäre hundsgemein. Nein. Ein Bettkiste mit Knochen, Bilder und Blumen.
Wie schön. Wie nennen wir die Bude? Villa Misthauf. Hier wohnt Lumpi. Jetzt ist es perfekt. So, Lumpi, ich hoffe, dir gefällt's. Wenn ich Lumpi wäre, würde ich direkt abhauen. So viel zum Haus. Aber unser Abenteuer ist noch nicht vorbei. Ich habe euch noch die Sand- und TNT-Dimension versprochen. Hier. Alles war extrem am Ruckeln. Dennoch, es ist einfach so genial, wie alles zerfällt und kaputt geht. Der Hammer. Schaut es euch an. Das könnte ich die ganze Zeit beobachten. Zwei ganz wichtige Sachen. Ich würde gerne noch mehr Dimensionen bereisen. Wenn ihr Bock darauf habt, dann gebt dem Daumen ein Video nach oben. Schaut euch die letzte Folge an. Einfach auf den Bildschirm klicken. Dort haben wir mit anderen Dimensionen ein ähnliches Haus gebaut. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Freue mich auf die nächste Folge und auf neue Mods. Das war der gelbe Legostein, der Lokopa. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.